Was geht ab, meine werten Freunde, und willkommen hier zu Part 11 von Breath of the Wild beim Ridahi-Schrein. Ja, ich bin schon hingekommen, der Name ist aufgeploppt, so wie man es halt kennt, wenn man dieses Gebiet betretet, ja, gutes Deutsch, Björn. Du solltest definitiv ein... Deutschlehrer wäre eigentlich ganz cool, oder? Ja, wäre ganz cool. So, wir untersuchen das mal. Ich habe auf dem Weg hierher noch einen Stein zertrümmert, weil der gerade voll in meinem Weg war. Da waren zwei Bernsteine drin. So. Prüfung gestartet. Und jetzt wird gerockt. Und wir holen uns das erste Zeichen der Bewährung, ohne dass es vom Tutorial ist. Mensch, ich bin ja schon fast begeistert. Bombenmodul, eine Explosion kann nicht nur Gegner verletzen, sondern auch brüchige Mauern und Felsen zerstören. Ich bin mal gespannt, wie die übrigens gemacht sind. Eissäulen kannst du wieder zerstören, indem du das Fahnenkreuz auf sie richtest und A drückst. Bitch. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie die erste Prüfung ist, die wir nicht vorgesetzt bekommen. Willkommen, Pilger. Mein Name ist Ridahi. Im Namen der Göttin Hylia sollst du geprüft werden. Im Takt. Ridahi-Schrein. Okay, das ist also time-based. Ach so, ich verstehe. Das ist ein cooler Rätsel, das gefällt mir. Take me over, Bro. Und das sind coole Rätsel, doch, die gefallen mir. So, jetzt bin ich mal gespannt. Was passiert mit dem unteren, wenn ich das hier bombe? Ach, das Ganze dreht sich. Ich weiß nicht, ob er darunter gefallen wäre. Aber wir sollten auf jeden Fall immer dann schon auf der Plattform stehen, wenn wir sehen, dass es funktionieren könnte. Oh, wir kommen tatsächlich nach oben. Ach so, aber bevor... Na, wobei, ich sollte mal vielleicht gleich... Naja, die Sache ist halt... Ich möchte die Truhe nicht verpassen, weil ich nehme stark an, dass trotzdem noch... In jedem dieser... Da oben ist er. In jedem dieser Dungeons nämlich eine Truhe ist. Davon ging ich aus. Yes! First try. Oh, oh. Yeah, first try. Oh, oh shit. Oh shit. So kannst vergessen. Nee. Ich will da hoch. Okay, es hat also was damit zu tun, dass wir hier... Ach, ich verstehe. Hier haben wir nämlich Fässer. Ach, das sind Stahlfässer, ne? Ich verstehe. I see what you did there. Ja, das sind Stahlfässer. Also, magnetische Fässer, weil Stahl ist... Naja, doch, ist magnetisch, aber... Ihr wisst, was ich meine. So, Ziel ist es jetzt also, das Ding darauf... Alliop, alliop. Ich möchte die... Oh, sieht der cool aus. Oh, der gefällt mir. Ich bin froh, dass wir hier sind. Nein. Ja. So kann ich den von hier aus schon rüber sliden. Ja, super. So. Mein Fass ist weg. Dann hole ich mir ein neues. Sollten wir ja rankommen. So, zack. So, komm mal ran auf den Meter. Ich sollte das vielleicht auch nicht von 2 Kilometer von oben fallen lassen, sondern halt direkt draufsetzen. Ja, so. Ja, noch ein Stück. So. Genau. Super, es bleibt sogar drauf. Ja, perfekt. Und wir kriegen die Kiste. Oh nein, eine Waffe, oder? Nein, ein Kletterkopftuch. Oh mein Gott, es erhöht das Klettertempo. Oh, sehr cool. Sieht zwar aus wie ein Kopftuch, aber darin verborgene uralte Technologie stärkt das Balancegefühl des Trägers und verbessert so seine Fähigkeit beim Klettern. Oh, wir haben eine höhere Klettergeschwindigkeit dadurch. Und es sieht ganz cool aus, ein Bandana. Ich weiß auch, dass man in dem Spiel die Kleidung färben kann.
Für den Fall, dass jemanden interessiert, wie ich meinen Charakter designen möchte. Ich mag es, wenn Link weiß trägt. Ja, weiß. Und der Typ sieht einfach nur episch aus. Ridahi. Und wie ich sie ausspreche, ist meine Entscheidung, okay? Du hast meine Prüfung gemeistert. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Im Namen der Göttin Hylia verleihe ich dir ein Zeichen der Bewährung. Okay, also müssen wir 4 von den Dingern, von den Dungeons machen, um eine Erweiterung zu kriegen. Weil die ja irgendwie immer 4 kosten. Switch. Zeichen der Bewährung. Zack. Ein Zeichen und so weiter. Und wir kriegen wieder volles Helm. Hiermit ist mein Dienst erfüllt. Möge die Göttin Hylia dir beistehen. Der sieht voll geil aus. Extrem geiles Charakterdesign. Und wir haben einen super coolen Gegenstand bekommen. Und ein Zeichen der Bewährung. Es wird immer besser. Wir haben 8 fucking... Geil. Manche Insekten sind nachtaktiv. Tagsüber wirst du ihnen nie begegnen. Das stimmt. Zum Beispiel die Schleichkäfer. Diese Glühwürmchen. Viecher. So. Ich weiß übrigens, dass das geht. Das habe ich bei mir nämlich im anderen Spielstand schon ausprobiert. Ein Reisebogen. Sehr schön. Gleich wieder ein Ersatz. Also wir können richtig krass einen Bomber spielen. Voll geil. Ich frage mich ja wohl, was da oben drauf wäre. Aber das werden wir vorerst nicht erfahren. Was ist das hier? Da vorne ist ein Bockblager, aber... Ach, das wäre so ein Stahlding. Krog? Nein. Na, man muss ja immer... Na, ganz ehrlich, Leute. Wirklich, die Krogs sind ja nun so ziemlich überall. Wieso sollte ich also nicht nach denen gucken? Weil ich weiß, wie ich die da vorne ein wenig, überrumpeln könnte. Okay, ich weiß es sowieso. Ich schmeiß den mal kurz weg. Die werden sich ja eh nicht wundern, die hören das ja nicht. So. Zücken. Vorsichtig laufen. Brennet, meine Sklaven. Na, mein Freund, wie geht's dir? Hier geblieben. Hier geblieben. Du hebst die Waffe nicht auf. Okay, wenn sie verwirrt, wenn die KI verwirrt ist, dann ist es echt viel zu einfach. So, bin ich mal gespannt, was da jetzt drin ist. Da ist ein Reisender. Dartnafro! Bist du Brian? Okay, das versteht jetzt wahrscheinlich nur einer, aber der ist nicht für meinen Zuschauer. Was haben wir hier? Schwert eines Reisenden? Nee, Soldatenschwert. Diese Art Schwert benutzten einst die Schlosswachen von Hyrule. Seine scharfe Schneide leistet im Kampf gegen die Monster auch außerhalb blablabla gut haltbar. Wir könnten... Wir könnten eins von diesen Reiseschwertern hier wegwerfen. Und dafür das Soldatenschwert mitnehmen. Weil es ziemlich stark ist. Nein, Brian, geh nicht weiter. Ich will noch mit dir reden. Brian. Brian, hey, Brian. Willst du mich verarschen, ein Bumerang? Oh mein Gott, wie gut ist das denn? Das Waldvolk der Krog soll diese eigentümliche Waffe erfunden haben. Dank seiner Form kehrt es im Idealfall zum Werfenden zurück. Haben will, haben will, haben will. Unbedingt haben will. Das müsste eine von den Waffen hier sein. Ich glaube, ich leg die an, werf die nicht weg, obviously. Hau weg, das Ding. Ich will den geilen Bumerang. Ey, wie cool ist das denn? Wir haben einen fucking Bumerang.
Okay, der ist sogar auf, kann sogar aufladen. Ach, wir können damit zuschlagen und das Ziel ist halt, den zu werfen. Ach, das ist ja geil. Eine Waffe, die wirklich drauf ausgelegt ist, geworfen zu werden. Testen wir mal nicht an denen. Da ist noch ein Schrein. Oh, cool, ein Stein. Hey, da ist noch ein Schrein. Oh, cool, ein Stein. Pferde! Es gibt Pferde in diesem Spiel! Die ich leider auch schon rausgefunden habe, dass man... Großer Bruderbrücke. Dass man die zähmen kann. Und benennen. Verrosteter Schild. Schildtasche ist voll. Juckt mich auch nicht. Die besten Filetstücke. Hey, Bogo. Naja, ist nah dran an Brian. Fängt beides mit Bären. Was los, ne? Hast du dich verlaufen, ne? Kakariko ist ein gutes Stück weiter im Norden, ey. Ich selbst bin auf dem Weg zum Stall der Zwillingsberge, um dort Fleisch zu verkaufen. Ist nicht mehr weit, aber wir können auch gerne hier Handel treiben. Mein Fleisch ist von feinster Qualität. Was sagst du, was du auch nimmst, du liegst immer richtig gut. Ja, 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 damit. Edelwild und Geflügel, alter Edelwild. Woanders großes und gutes, besonders großes und gutes Stück Fleisch. Wer das Glück hat, eines davon zu erbeuten, kann Gerichte kochen, die besonders viele Herzen auffüllen. Und Steinsalz hat er auch. Möchte ich aber nicht kaufen, das ist ziemlich teuer. Wunderbar, darf sonst noch was sein. Kaufst du eigentlich auch an? Ah, natürlich kaufe ich auch an. Was bietest du mir denn? Er bietet dieselben Preise. 3 und 5. Ach, wir haben die Amiibos immer noch nicht gemacht. Ach Mensch, gut, dass mir das gerade einfällt. Nimmt der eigentlich besonders viel für Gerichte? Nee. Ja, wunderbar, das soll sein. Nö. Auf Wiedersehen und viel Glück, Reisender. Stand da, glaube ich, nicht, aber ist mir egal. Da vorne ist also der Stall. Ach, hier kriegt man den Pferd. Oh. Oh mein Gott, das ist Eponas Lied in abgeändert. Mich hat dieser Schatten gerade sehr irritiert. Das ist ja mal voll geil. Hier ist einfach mal Eponas Lied. Okay. Wir gehen mal die Amiibos wieder durch. Boo. Splatoon. Reiterlink. So, da kommt eine Kiste runter. Genau. Mache ich übrigens täglich bei meinem anderen Spielstand. Hier mache ich es halt nicht täglich, weil ich möchte euch halt zeigen, was da runterkommt. Also ich mache halt hier meist nur im Let's Play. Oh, da liegt noch was drunter. Ein Apfel. Feuerpfeile. Cool. So, und jetzt noch zu guter Letzt der Guardian-Amiibo. Ich lege mir die übrigens hier immer neben mir hin, die ganzen... Ja, ja, ich habe ja schon gesagt, ich nehme die Amiibo-Figuren immer ab. Deswegen lege ich die ganzen Sockel neben mir hin und dann kann ich immer... Es gibt ein Schild! Willst du mich verarschen? Ein Schild, der auf antiker Shika-Technologie basiert. Schwächere Strahlen wie die von Nanowächtern kann man damit reflektieren. Alter, es gibt ein ganzes Set. Es gibt jede Waffe davon, oder? Wenn es... Ach, ist scheißegal. Es gibt jede Waffe davon. Fertig. Ich leg das jetzt fest. Das kann kein Zufall sein. Also. So, den Schrein machen wir aber heute nicht. Naja, zumindest... Also ich mach den heute schon, aber nicht in der Folge hier. Oh, wieder ein Opal. Ey, das ist richtig krass, um so Erze zu farmen. Der Guardian-Amiibo ist richtig krass dafür. Bei den Kisten sind wirklich sehr häufig Erze drin. Ne? Ist ja der Schild, gell? Ja. Alter, ich will mal unbedingt ein Pferd fangen. Ja, hier schon wieder Bernstein, Bernstein. Krass, oder? Alter, das ist so schön hier. Stall der Zwillingsberge. Zwei Holzbündel. Eine Fackel kann man hier noch nehmen. Hier kann man Äpfel nehmen. Da sind Pferde. Oh, ich hätte gern so einen Schimmel. Wobei, vielleicht einen anderen. Oh, ist voll cool hier. Auf jeden Fall erstmal auf der Karte markieren. Kochstelle. Ja, habe ich da vorhin nicht gemacht, aber ist jetzt auch erstmal egal. Unsicher, wo es lang geht. Ihr seht ein bisschen... Fusaren. Willkommen beim... Willkommen beim Stall der Zwillingsberge. Schön hier, oder?
Man ahnte es nicht mehr, aber die Verheerung hat diese Gegend einst am Rande der Zerstörung gebracht. Vielleicht liegt es an dem Segen der Zwillingsberge, aber falls ich ändere meinen Akzent irgendwie das mal. Fall ist hier alles bei Meitnen, ja, sogar die Wildpferde sind hierhin zurückgekehrt und mit ihnen ist alles wieder keine Ahnung, habe ich nicht gelesen. Übrigens, wohin bist du denn unterwegs, Kakariko und Hateno liegen beide in der Nähe. Ja, was, Wildpferde? Hast du auf dem Weg hierher keine Pferde gesehen? Doch, habe ich. Es sind zwar nicht mehr so viele wie früher, aber man findet es hier eigentlich überall. Wildpferde sind wie die Tiere, die ihre Freiheit leben und niemand gehören. Wenn du eines davon fängst, kannst du mit meinem Bruder Tassarin es ganz offiziell als dein Pferd registrieren eintragen. Meine beiden Buben können dir, ich weiß nicht mal, ob man mich versteht, mehr dazu sagen, wie man ein Pferd fängt. Sie verbringen schließlich den ganzen Tag damit unseren Pferden. Wenn du nach dem Weg fragen willst, nur keine Scheu, ich kenne mich hier raus. Ja, naja, wir wissen ja, dass Hateno interessiert mich, weil Kakariko liegt im Norden, das haben wir markiert. Hateno ist der Dorf am äußersten Rand, Herruz. Die große Verheerung hat die Gegend weitgehend verschont, deshalb leben die Leute dort in Ruhe und Frieden. Anscheinend gibt es dort auch ein Forschungsinstitut. Willst du mich verarschen? Hightech? Internet? WLAN? Na gut, wir haben ein Tablet. Oder so etwas. Da wohnen besonders Gelehrte, deshalb machen alle vernünftigen Leute einen großen Bogen darum. Wenn du von hier nach Norden gehst, kannst du bald an eine Weggabelung. Dort biegst du nach Osten ab, folgst du einfach den Weg und zu Pferd ist das höchstens eine Tagesreise. Wenn du nach dem Weg fragen willst, keine Scheu, wiedersehen. Das war wir. Auch wenn hier alles wie vorher aussieht, hat Verheerung Ganon, die große Verheerung, doch ihre Spuren hinterlassen. Besonders nachts treiben sich hier viele Monster herum. Also sei auf der Hut. Ich habe zwischenzeitlich Mercy-Akzent gehört. Ach, egal. So. Hi. In unserem Stall, also rund ums Pferd bekommst du auch dir selbst ausruhen kannst, ja? Ah, du warst das erste Mal hier, oder? Weißt du, an der Stelle funktionieren nur wie. Und dann erkläre ich das dir mal. Ich lese das jetzt mit einer meinen Stimme vor, das würde echt nerven, aber eigentlich egal. Du kannst bei uns dein Pferd unterbringen und nach Beleben halt nehmen, ja? Vielleicht sind hier unterwegs die Wildpferde begegnet, fang es eins davon und bring es her. Wenn du uns ein Pferd bringst und das bei uns registrierst, ist es offiziell dein Pferd. Ja, du kannst bis zu 5 Pferde besitzen und sie natürlich auch jederzeit wechseln. Möchtest du wissen, wie mein Pferd fängt? Ja, ihr gebt mir die Erklärung, Bro. Ich will in ein Epona 2.0. Gut, ich erkläre es dir. Im Grunde muss man sich nur von hinten an ein Pferd anschleichen und zwar langsam, damit es einen nicht bemerkt. Schleichtränke. Und dann springt man einfach auf. Manche Wildpferde sind allerdings besonders wild. Die muss man dann durch Tätschen beruhigen. Wenn das Pferd sich beruhigt hat, kannst du es zu mir bringen. Vergiss nicht, dass wir hier von wilden Pferden reden. Es kann dauern, bis es sich an seinen Reiter gewöhnt hat. Manchmal wechseln sie von selbst die Richtung und oder werden plötzlich einfach langsamer. Wenn dein Pferd die Richtung wechselt, steuere es sachte in die richtige Richtung und tätschle es. Mit der Zeit wird dir das Pferd dann auch mehr und mehr vertrauen, auch besser gehorchen. Das ist alles, was du dazu sagen kann. Beginnen wir noch einmal von vorn. Willkommen in unserem Stall, Bitch. Falls du übernachten möchtest, wende dich bitte an die Rezeption drinnen. Auf Wiedersehen. Gut, wir sind hier, wenn du uns brauchst. So, ich glaube, ich habe nämlich keine... Dann fangen wir uns im nächsten Part auf jeden Fall erstmal ein Pferd. Schleichling. Spurtling. Schleichling. Weil ich habe, glaube ich, keine Schleichmedizin, sondern nur so ein Ausdauer, ne? Ja, Ausdauermedizin. Kost du es mit Insekten? Dann. So, hier haben wir ein Schleichwürmchen. Das können wir nehmen. Und können es mit dem hier kombinieren. Ach, wir ballern. Ich guck mal, was wir da reinballern. So, schauen wir doch mal. Wie weit sind wir jetzt? Bei 20 Minuten? Ja gut, können wir eigentlich fast jetzt noch ein Pferd fangen. 3.
Ein Glück haben wir einen davon. So, und kochen. Und? 6 Minuten 10 Schleichmedizin Level 1. Der Schleicheffekt Level 1 senkt deinen Puls und lässt dich unbemerkt. Kennen wir schon. Wir können halt besser schleichen. Das sieht ja auch cool aus. Das ist ein Wächter. Oh nein, hier ist alles voll. Ja, das ist ein Kopf von einem Wächter. Der ist aktiv. Habe ich recht? Nee, ist er nicht. Antike Schraube. Achso, ich habe ja den Bumerang noch drin. Ich muss mal kurz meine Waffe wechseln. Die steche ich kaputt. Nee. Ja, wenn, dann muss ich mir auch ein besonderes Pferd aussuchen. Ich möchte eins, was eine glatte Farbe hat. Und wenn möglich, ein schwarzes oder ein weißes Pferd. Oh, hier gibt's Chilis. Antike Feder. Oh, das ist ja richtig cool. Hier gibt's Chilis. Du hattest auch was auf dem... Ja, du hattest auch was auf dem Hintern. Also das wäre hier schon mal prädestiniert als Pferd, weil es halt eine glatte Farbe hat. Das gefällt mir. Ich mag Muster nicht sonderlich doll. Es kann gerne an den Hufen und als Mähne eine andere Farbe haben. Soll es ja auch am besten. Aber möglichst, Alter, sind hier viele. Von denen leben noch garantiert ein paar. Ich will mich jetzt auch nicht an das Pferd anschleichen. Es ist schon ein cooles Pferd, aber ich suche noch weiter. Doch, es ist wirklich ein cooles Pferd. Aber wir suchen mal weiter. Gucken, ob wir jetzt vielleicht noch den Part 1 finden. Ich vermute mal nicht. Dann werden wir erstmal normal weitergehen. Und wir kommen dann irgendwann hier mal wieder auf so eine Wiese zurück. Wenn ich bereit bin, ein Pferd zu fangen, weil ich weiß noch nicht, wie ich es nenne. Muss ich ganz ehrlich so sagen, ich weiß noch nicht, wie ich es nenne. Ich möchte es nicht Epona nennen, das ist mir wichtig. Aber das Problem an der Sache ist auch, das ist so eine spontane Entscheidungskiste. Aber ich muss mir wenigstens ein paar Namen zurechtlegen, dass ich so ungefähr eine Ahnung habe, welcher Name passen würde. Boah, das sieht so schön hier aus einfach. Oh, da hinten ist eine Festung. Ja, da vorne ist ein Bockblin. Da sind Schwerter im Boden. Ich schleiche mich mal hier vorbei. Da sind ganz viele normale Schwerter im Boden vor allen Dingen. Die sind... Ja, die sind alle nicht verrostet. Das sind alles Großschwerter, also Zweihänder. Und ich gehe auch mal davon aus, dass hier die ganzen... Oh, die bewachende Truhe. Dass die Wächter hier alle nicht funktionieren. Aus dem einfachen Grund. Ich glaube, die wären sonst angegriffen worden von den Wächtern. Ja, wobei eigentlich die Bockblins sind ja Ganondorfs. Schergen. So, wir sehen also eigentlich wieder nicht... Antikes Zahnrad, da war es gerade. Das hatten wir vorher, glaube ich, noch... Oh, doch, hatten wir. Habe ich aufgesammelt, ohne es... Ach nee, wir hatten die auch so schon. Okay. Ausdauerling. Ausdauerling. Jetzt ernsthaft, das da vorne sind die einzigen Pferde auf der Ebene? Ist aber jetzt nicht so. Doch, da hinten. Oh, das sieht ja schön aus. Mit so einer orangenen Mähne. Antikes Zahnrad. Da muss ich jetzt mal kurz gucken. Okay, also die sind da alle auf einem Fleck. Da ist unser erstes. Und das da hinten, das hier vorne sieht übrigens aus wie eine Kuh. Das dritte, das sieht schön aus. Das hat so eine orangene Mähne. Cool. Ja, mit dem Zahnrad.
Problem ist, mir muss also vorm nächsten Part noch eine... Oh mein Gott, das ist blau. Das ist ja auch geil. Nee, ich will das Orangene. Das gefällt mir sehr gut. So blau-weiß wäre zwar auch was. So, ich trinke dann mal die Schleichmedizin. Aber das war's erstmal für diesen Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst Kritik, Kommentare und Bewertungen dann. Für den Fall, dass ihr keine Folgen verpasst, drückt auf Abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Peace out, euer Kunstplay und ciao mit Switch. Ja, okay, es war lame, tut mir leid.